mitten in Leipzig die Nikolaikirche. Im 16. Jahrhundert predigte hier Martin Luther und begann mit der Reformation der Stadt. Auch später war die Kirche ein Ort für tiefgreifende Veränderungen. Die Nikolaikirche ist Ausgangspunkt für die friedliche Revolution im Herbst 1989, wo bis zu 200.000, 300.000 Menschen um den Leipziger Innenstadtring liefen und ja, mit großer Fantasie ein System verändert haben. Wer damals unzufrieden ist mit dem DDR-Regime, geht zum Friedensgebet in die Nikolaikirche. Mit diesem Schild laden wir seit 1982 jeden Montag 17 Uhr zu den Friedensgebeten ein, bis heute. Die Friedensgebete, die waren Orte, wo mal anders geredet wurde. Wir haben Kirche als Freiraum erlebt. Einer der Mächtigen aus dem SED-Staat soll kurz vor seinem Tod gesagt haben, wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Ein friedlicher Protest, doch der Staat fühlt sich provoziert. Die Kirche wird überwacht, Demonstranten von der Polizei verhaftet. Ohne Erfolg. Die Bewegung lässt sich nicht mehr aufhalten. Leipzig ist nur der Anfang. Überall in der DDR gehen Menschen auf die Straße und rufen, wir sind das Volk. Die Mauer fällt, doch die Friedensgebete in der Nikolaikirche gehen weiter. Heute wehren sich die Leipziger gegen eine neue Bedrohung. Legida, eine fremdenfeindliche Bewegung, die gegen Ausländer hetzt. Gegen Stumpfsinn hilft nur Kreativität, da hilft nur, dass wir Themen ansprechen, die andere eben nicht ansprechen. Sie gehen auf die Straße für ein weltoffenes Leipzig. Was sie stört, ihre Gegner von Legida rufen, wir sind das Volk und stellen sich damit in die Tradition der friedlichen Revolution. Das geht nicht. Das ist Missbrauch des Wortes, wir sind das Volk. Das geht überhaupt nicht. Der Geist von 1989, der ging gegen eine Diktatur, gegen ein Land, was das Denken vorgeschrieben hat. Heute schreibt uns niemand mehr das Denken vor. Damit das so bleibt, setzen die Leipziger noch heute ein Zeichen für Demokratie.